Das ist ja ganz normal nerven. Ist hier gekommen? Zurück zu Raft. Hey, Smitty. Hallo. Hallöchen. Achso, so, Köder? Köder, hier ist schon mal nix. Mal gucken, mal nix. Irgendwo muss er sein. Hab einen gesehen, meine ich. Ach doch, es wäre noch einer da, aber. Hier ist er. Irgendwo einen gesehen. Hab ich. Wir tauchen jetzt nochmal hier unter die Butze hier. Richtig. Können wir mal gucken, was da noch so rumlootet. Mal looten lässt. So, wir können, der Köder ist, spielt schon. Er spielt schon. Jo. Oh, jetzt noch ein ganzes Haus quasi so drunter. Ja. Hier ist noch eine Kiste, die man hier schnappt. Hast du? Ja. Jo. Oh, hier kann man sogar mal Luft holen. Da ist ein bisschen Schrott unten drin. Das hätte ich gerne mit. Und noch eine Kiste. Willst du die mitnehmen? Oh, nehme ich die. Hölle, Scharniere und Schrott ohne Ende. Da geht ja nochmal was. Mal Luft holen, bevor ich weiter runtergehe. Oh, das ist schon wieder scheiß Wetter. Ich bleib unten. Oh, was er ist. Ich gehe nochmal tiefer, aber das war's dann jetzt. Ja, ich glaube, hier kommt da nicht mehr viel. Hm? Geht's auf jeden Fall sehr tief runter. Hä? Richtig tief. Ich glaube, ich höre mal, komm mal wieder hoch. Würde ich sagen. Willst du nicht mal runter bis auf den Grund? Nee, nee. Nee. Ja, so ein paar Klamotten gab's hier noch mal. Ich bin mit Helfern. Wir wollen da rein. Ne? Ja. Interessant ist nichts mehr, außer das Übliche, was man unter Wasser so kriegt. Genau. Dann bist du wieder da, dann würde ich mal einen Anker lichten. Ich mal einen Anker, bringen uns mal wieder auf Kurs. So ist es. Natürlich ist das oben auch leer. Komplett? Naja, die oben. Die zweite hätten wir noch, aber. Also. Gut, einer hat gereicht, ne? Richtig, einer hat gereicht. Hast du noch was zu beißen? Ja, ne? Ja, ja, dann wird es ja das an Inhalt hier erstmal gewesen sein, aber ich glaube, wir sind am 23. ist es mal nicht rausgekommen. Ich glaube sogar erst am 28. oder so. Oder sowas. Auf jeden Fall irgendwo in den letzten paar Tagen. Ja, genau. Hier sind Ressourcen. Ja, genau, richtig gefahren. Dafür ist echt schon gut spielbar, ne? Wir hatten auch hier unseren Spaß. Definitiv. Gerade der Anfang. 23, hast recht, ja. Ja, 23, okay. Das passt schon, ne? Ein bisschen mehr Inhalt muss natürlich noch dazukommen. Richtig. Ich meine, klar, wir könnten natürlich jetzt hier noch weiter überleben, unser Schiff ausbauen. Ja, wir haben was für ein Riesending. Ja, jetzt auch nicht die hübscheste Schüssel hier gebaut, ne? Aber. Nee, in dem Fall haben wir uns nur drauf, dass wir halt von A nach B kommen und alles schaffen. Ja, genau. Das war unser Ziel. Wir haben es ja auch nicht mal 30 Tage jetzt hier ausgehalten. Nee, 26 sind wir erst. 26, ja. Hm.
Ja. Ja, aber ich denke mal, da kommt bestimmt noch was rein in der Early Access. Ich denke mal, ja. Bestimmt noch weiter. Vielleicht gibt es die Utopia wirklich dann mal. Ja, und wie ich so mitgekriegt habe, haben das ja auch einige gezockt hier in das Spiel. War ja auch in den Charts mal ein bisschen weiter oben. So. Was ich jetzt sagen muss, ist, wir haben jetzt glaube ich 10 Stunden gespielt oder was? Circa. Ah, wir sind zwar nie dann schon ganz schön happig, ne? Ja, aber, wie gesagt, man könnte nicht jetzt. Wenn man es anfassen würde, dann schon. Ja. Aber ich denke mal, da gibt es bestimmt noch ein paar Sachen, die man so mal abseits auch nochmal machen kann und ausprobieren kann. Den kreativen Modus würde ich mir auch mal angucken. Ja. Zum Beispiel und klar, sowas. Also. Alle bauen und so, da ist doch bestimmt nochmal eine spaßige Angelegenheit. Richtig, und dann wird auch hier unser Kommentator zum Durch der Fahrt kommen. Auch mal mitmachen. Ne? Ja, hallo. Hallo. Und dann gibt es bestimmt auch noch mal eine zweite Runde hier bei uns. Ja. Oder bei dir, ja. Eher gesagt, ne? Aber. Genau. Gerade wenn, gerade wenn noch ein bisschen Inhalt dazukommt oder mal was richtig Neues passiert, dann sind wir auf jeden Fall noch mal hier dabei. So sieht's dafür war es dann einfach zu interessant, dass man es einfach so liegen lassen könnte. Sag mal. Das dicke Endgame kommt, stehe ich hier wieder auf der Matte, beziehungsweise auf dem Brett an. So sieht's aus. Ja, und wie gesagt, wenn wir jetzt noch Spaß dran hätten, würden wir jetzt noch, könnten wir jetzt noch hier Planken ohne ja. Ende und dann könnten wir hier noch mal einen richtigen Cut hinsetzen. Ja. Dann würden wir die 365 Tage vielleicht auch noch voll machen, aber wahrscheinlich so lange bauen können, ja. Genau. Dann doch eher nichts mehr für ein Let's Play, wenn man jetzt ausschließlich den Haken ins Wasser schmeißt. So sieht's aus. Ja, dann wie lange den Smitty? Der steht hier gerade so schön vor mir. Gerne, gerne. Und dann sind wir hier mit am Ende von Raft. Erstmal Staffel 1, würde ich sagen. Bis dann mal was Neues kommt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Ja, Bruce hat es auf jeden Fall. Ja, Bruce. Du bist der Beste, ey. Am Ende nochmal schön hier unser Boot kaputt lassen, du Arsch. Ja. Anders geht's nicht. Ich muss den Pfeil leider bauen. Da ist der Pfeiler im Weg. Ja, wir sind nochmal bei Raft im Kreativmodus. Da haben wir uns nochmal eben so ein bisschen ausgetobt. Wir ruhen uns kurz mal hier auf. Aus, auf der Terrasse. Also der Ausblick ist schon mal. Jetzt sitzt er so komisch. Ich hänge fest hier. Sieht überhaupt nicht bescheuert aus, ist egal. Soll ich mal den Stuhl wegnehmen? Ich glaube, ich muss hier das wegnehmen. Oh. Wow! Das ist halbe Dach mit abgerissen. Ja, es ging nicht anders. Ja, dann hast du ja gleich noch was zu bauen. Dann baue ich es wieder neu, ist doch kein Problem. Ja. Du musst hier nicht auf deine Nahrung achten. Kann, von der Leber weg alles einfach mal bauen. Und nicht ganz geil ist. Gut zum Testen und so, ne? Ist das immer nicht verkehrt. Geil. War es bei dem mir so alles bauen kann. Sollte auf jeden Fall nochmal erwähnt werden, der Kreativmodus. Kriegt man es dann auch mal hin, so einen riesen Pott hier hinzustellen. Ist sonst ein bisschen schwierig, ne? Wenn man hier so mit Fischangeln die ganze Zeit beschäftigt ist. So sieht's aus. So, sollte dir die Farbe nicht gefallen, das Pech ja. Hm? Ich schmeiß dich einfach vom Boot. So wird's wohl kommen. Dann gucken wir mal kurz hier. Wenn wir eine Runde fliegen, mir das Ding mal von oben angucken, glaube ich. Fangarme. Große Beete ohne Ende. Ah, das meiste davon. Die mittleren. Ja, die ganz kleinen Beete hatten wir nicht, ne? Die hatten wir nicht, ne. Wir können ja ein paar Vögel landen. Ja.
Das stimmt wohl. Da kann man sich ein bisschen austoben, ne? Alles, auch mal im Vorfeld vielleicht alles probieren. Ja, klar. Na, jetzt ist es natürlich für uns nochmal schon mal einfacher. Oh ja. Inneneinrichtung hat es auch schon ein bisschen gegeben. Forschungskisten, hier können eine ganze Armee schlafen. Hier könnte man auch ja, mit 10 Leuten drauf wohnen wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Doch, denke mal. Sollte noch ein paar Schmelzen bauen, hast du gesagt? Ja, Schmelzen können nicht schaden, ne? Glaube ich, ein Wimpel fehlt eigentlich noch. Habe ich vorne schon mal gebaut, aber auf dem Dach würde ich sagen, ganz oben drauf. Kann der auch nicht schauen. Oder Navigator sitzt. So viel Grills. Komm wieder hier. Sogar schon Vogel hier. Packt auf die Vogelscheuche doch rum. Gar nicht für Schottente. Setze ich dir auf jeden Fall. Nächstes Mal sollten wir vielleicht den Dings benutzen, die Plastikflasche, die wir herstellen konnten. Ich gerade feststelle, ist die viel besser okay. als in unserem Becher. Geht halt mehr rein, logischerweise, ne? Ja, ja, klar. Und hast halt auch mal was dabei dann unterwegs, wenn du mal doch mal wie es halt unterwegs bist. Musst dann eben sagen, jetzt schnell zurück. Also, Gott sei Dank, weil die muss. Was? Die mechanische Ente hier. Habe ich dir oben in deinen Ausguck hier gestellt. Ja, als kleine Aufmerksamkeit. Problem ist nur, jetzt komme ich die Treppe nicht mehr hoch. Doch. Auf jeden Fall nochmal eine coole Ergänzung hier. Wenn man sich bautechnisch mal ein bisschen austoben will und nicht so wie wir einfach nur überleben wollen. überleben will, genau. Wird es natürlich auch gerade dunkel. Fahren wir jetzt eigentlich? Ich habe mal die Dings aufgemacht, die Segels. Ich glaube, wir fahren. Sozusagen muss ich uns halt stillstehen. Kann es auch nicht so ganz genau beurteilen, aber wenn der Pott hier auch nicht, nicht in Wallung kommt, das könnte ich mir auch bald vorstellen. Was soll das denn heißen? Wunder, dass wir nicht jämmerlich absaufen. Nee, wollten wir nur noch mal ganz kurz anreißen, weil es eine schöne Sache ist, sich mal hier auszuproben. Dann wird es das gewesen sein. Außer du hast jetzt irgendwie noch ein Feuerwerk vorbereitet. Leider nicht. Okay. Dann in 10 Minuten ist ja alles gewachsen. Aber sonst. Okay. Oh, ist ein Vogel. Der pickt die Haare hier rum. Das sieht ja auch bescheuert aus. Ganz ehrlich. Ist gut. Dann würde ich sagen, machen wir Schluss an dieser Stelle. Lasst mir einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Freue mich auch sehr über Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis denn. Ciao, ciao. Ciao.